ihr Lieben, heute gibt es das erste Ask Anna Video. Ich habe euch ja gesagt, dass ich so etwas machen würde. Ein paar haben mir auch in die Kommentare Fragen geschrieben und ich habe auch auf Instagram einen Aufruf gestartet. Kai turnt hier um mich rum, aber anders ist es jetzt sowieso nicht möglich, weil er ist sehr aktiv. Kai in die Kita, ab wann? Also bei uns ist ja die Kita der Kindergarten in Österreich und ich weiß es nicht. Also ich weiß überhaupt nicht, wann Kai in den Kindergarten kommen wird. Wir haben da absolut keine Eile. Ich dachte nur, vielleicht gebe ich ihn für einen Tag, Vormittag, so ein paar Stunden in den Kindergarten, weil er sehr, sehr gerne mit anderen Kindern spielt. Wobei ich gar nicht weiß, ob es da bei uns am Dorf, im Dorf, die Möglichkeit gibt. Ansonsten versuche ich oft so Playdates zu arrangieren mit Freundinnen. Und ja, einfach weil er gern mit anderen Kindern spielt. Geschwisterchen, diese Frage wurde sehr, sehr oft gestellt. Ich persönlich wünsche mir schon ein Geschwisterchen für Kai. Besser gestern als heute, ehrlich gesagt. Weil ich finde, je weiter sie auseinander sind, also ich möchte dann auch mal wieder arbeiten gehen und ja, mir ist es lieber, zwei Kinder eng beieinander, ein paar Jahre nicht durchschlafen, als ein Kind, das dann eben aus dem Gröbsten draußen ist und dann das nächste und wieder von vorne anfangen. Da habe ich eben lieber ein paar stressige Jahre mit zwei kleinen Kindern, weil ich auch denke, die spielen dann miteinander und haben einfach mehr voneinander. Weil ja, fragt Geschwisterchen, also mein Freund wäre eher mehr für Einzelkind, deshalb bleibt es spannend, ob Kai ein Geschwisterchen bekommt, so viel dazu, aber ich denke schon. Sachen, die man nicht braucht, ich muss sagen, ich habe sehr wenige Fehlkäufe gehabt jetzt, seitdem ich Kai habe. Was ich persönlich nicht gebraucht habe, was aber sehr viele Mütter über alles lieben, sind Tragetücher. Das habe ich überhaupt nicht benutzt. Wir haben auch so einen Laufwagen, also wo man das Kind reinsetzen kann. Das haben wir auch nicht benutzt. Und was haben wir noch nicht benutzt? Ich muss ehrlich sagen, also ich muss da wirklich immer sehr grübeln, weil mir gar nicht einfällt, was wir haben, aber nicht benutzt haben. Die sind mir jetzt eingefallen. So, wie alt bist du, ist jetzt auch gefallen. Ich bin 27 Jahre alt. Werdet ihr nochmal umziehen? Nochmal ist gut, weil ich bin jetzt schon seit 10 Jahren nicht mehr umgezogen oder über 10 Jahren. Das weiß man nie. Also ich würde auf jeden Fall nochmal umziehen. Ich bin da jetzt nicht so... Ja, ich finde es eigentlich ganz cool, umzuziehen. Wenn sich eine Möglichkeit eröffnet oder so, möglicherweise. Also ich bin 27, ich werde sicher in meinem Leben noch das ein oder andere Mal umziehen. Wie seid ihr auf den Namen Kai gekommen und welche persönliche Bedeutung hat er für euch? Ja, das ist eher unromantisch. Ich weiß noch, am Anfang der Schwangerschaft hat mir Levin total gut gefallen. Das fanden alle total schrecklich. Und ich habe eigentlich immer schon als Jugendliche schon gesagt, wenn ich ein Kind bekomme, dann heißt der Kilian. Und ich wollte also immer einen Kilian. Kilian hat meinem Freund aber auch überhaupt nicht gefallen. Ich wollte aber etwas mit einer ähnlichen Bedeutung wie Kilian. Und Kilian heißt auch so Kämpfer. Und es hat mir ganz gut gefallen, so einen kleinen Kämpfer in die Welt zu setzen. Also jetzt nicht negativ, sondern einfach so ein starkes Bürschchen. Und ja, Kai bedeutet auch Kämpfer und ich wollte auch auf jeden Fall einen kurzen Namen und mit K hat mir ganz gut gefallen. Also es ist Kai geworden. Welche Bedeutung hat er? Ja, Kämpfer und kurz. Also eigentlich, ich habe mir dann ehrlich gesagt während der Geburt gedacht, ich weiß nicht, ob das so gut passt, Kai, obwohl ich die ganze Schwangerschaft sehr davon überzeugt war. Es ist einfach echt die schwierigste Entscheidung, die man treffen muss als Mama, finde ich, den Namen des Kindes auszuwählen und Kai möchte mit der Kamera spielen. Seid ihr beide, also ob wir beide Österreicher sind, genau aus dem Bundesland Kärnten oder zugezogen, wir sind beide in Österreich geboren und sogar beide in Kärnten geboren und haben unser Leben beide auch hier verbracht bis jetzt. Und wir wollen auch auf jeden Fall eigentlich schon
so auf lange Sicht in Kärnten bleiben. Wie viele Kinder wollt ihr noch? Die Frage ist einfach zu beantworten, wenn dann genau noch eines. Ich weiß noch nicht, wie es ist, wenn man zwei hat, ob man ein drittes will, aber ich habe, glaube ich, also meine Schwester hat drei Kinder und als sie zwei Kinder hatte, habe ich mal auf beide Mädels aufgepasst in den Ferien. Und ich wollte immer als Kind drei Kinder haben. Kai, bitte, was ist denn? Was ist denn los? Volle Aufmerksamkeit, trutzen. Auf jeden Fall wollte ich immer drei Kinder haben. Dann habe ich in den Ferien auf meine Nichten aufgepasst. Und da waren sie eben noch zwei. Und dann habe ich zu meiner Schwester gesagt, danke für diese Erfahrung. Danke, dass ich auf deine Kinder aufpassen durfte. Weil jetzt weiß ich, wenn ich in meinem Leben irgendwann Kinder bekomme, dann werden es sicher nur zwei und nie im Leben drei, weil ich habe ja nur zwei Hände. Hättet ihr auch einen Namen für ein Mädchen gehabt, wenn Kai nicht ein Junge geworden wäre? Hätten wir nicht. Wir hätten keinen Namen für ein Mädchen gehabt. Ich muss irgendwie Kai ablenken. Weil es für mich total klar war, dass wir einen Jungen bekommen haben. Warum auch immer, nennt es mütterliche Intuition. Welcher Name mir aber gut gefallen würde oder gefallen hätte für ein Mädchen, wäre Amelie. Plant ihr noch ein zweites Kind? Ich schon, ja. Schauen wir mal. Wo seht ihr euch in 5 Jahren? In 5 Jahren... Also das würde dann ein Jahr dauern, zwei. In 5 Jahren sehe ich mich eigentlich so, dass ich wieder anfange zu arbeiten. Also ich glaube, das ist so absehbar, dass ich in 5 Jahren irgendwo arbeite. Und ansonsten werden wir sicher auch weiterhin, ich denke sogar, dass wir weiterhin hier im Haus leben werden. Und das war's. Und Kai geht in die Schule. So sehe ich mich in 5 Jahren. Hat Kai den Namen deines Freundes oder deinen? Er hat meinen Nachnamen. Ich wollte eigentlich, dass er den Nachnamen von meinem Freund hat. Aber irgendwie haben wir das gar nicht so, wir haben das gar nicht so wirklich besprochen. Und dann haben wir es einfach so typisch, wie es halt am Standesamt ist, dass das Kind den Namen der Mutter hat. In Österreich ist es zumindest so. Was wäre der perfekte Tag? Das hat mich die liebe Katja gefragt, eine Freundin von mir. Und der perfekte Tag ist auf jeden Fall mal mit mindestens 5 Stunden Schlaf in der Nacht und dann einfach irgendetwas Nettes machen, irgendwas erleben und den Tag dann abends mit einem Glas Wein auf der Terrasse ausklingen lassen und einfach erholt sein. Ja, das ist für mich der perfekte Tag. Warum ist Kai nicht getauft? Er ist nicht getauft, weil wir beide aus Überzeugung aus der Kirche ausgetreten sind und weil ich trete nicht aus Überzeugung aus einem Verein aus und gebe dann mein Kind in diesen Verein. Das wäre irgendwie, das würde nicht zusammenpassen und deshalb wird Kai nicht getauft. Wollt ihr mal heiraten? Ja, das ist auch so eine Sache. Ich denke schon, dass wir heiraten wollen. Ich sage immer zum Spaß zu meinem Freund, 2017 am 13. August, da sind wir nämlich zusammengekommen. Und ja, am 13. August 2017 wäre unser verflixtes 7. Jahr. Und wir sind 2010 zusammengekommen, eben vor 5 Jahren. Und ja, er hat mich aber noch nicht gefragt. Ich trage auch noch keinen Ring, also schauen wir mal. Kinderplanung abgeschlossen, also ich denke nicht, nein. Die Frage ist nämlich auch gekommen, wiederholt sich nämlich, das ist sehr häufig gestellt worden. Wer ist in der Erziehung nachgiebiger und wer eher strenger? Kai ist noch so klein, da kann man das irgendwie schwierig sagen. Ich denke, wir sind eher beide streng, aber ich bin dann wahrscheinlich nachgiebiger, weil wenn Kai jetzt dann irgendwie weint, Kai, Schatzi, tut mir leid, aber so ist es leider mit einem Kleinkind. Auf jeden Fall, wenn Kai weint oder so und auch so aus Ärger, dann nehme ich ihn halt auf den Arm und versuche ihn zu beruhigen und mein Freund sagt, jetzt lass ihn mal, er weint sowieso jetzt nur, weil er gerade sich ärgert. Und also da bin ich ein wenig nachgiebiger. Was war euer schönstes Erlebnis zu dritt? Ich würde fast sagen, der Urlaub in Kroatien, der war wirklich sehr schön zu dritt, auch weil wir vorher schon auf Urlaub waren und ich mir dann immer gedacht habe, wie wird es denn sein, wenn wir ein Kind haben, und es war wirklich sehr schön und sehr entspannt. Nicht so wie jetzt.
Eieiei. Was hast du studiert? Ich habe Management studiert, um genau zu sein, Business Management, also Unternehmensführung, BWL. Könntest du dir vorstellen, nach Deutschland zu ziehen? Könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Ich mag Deutschland ganz gerne, hängt natürlich davon ab, wie es dann beruflich ausschaut. Und ich muss aber sagen, so alles in allem, im Alter, eigentlich später möchte ich schon in Österreich sein, aber so für ein paar Jahre nach Deutschland könnte ich mir gut vorstellen oder auch irgendwo anders hin auf der Welt. Wie kamst du zur deutschen Seite babyartikel.de und wie kam es zur Zusammenarbeit? Dazu habe ich ein eigenes Video gedreht, das ist auch ganz unten in der Infobox verlinkt. Und es war so, dass babyartikel.de auf mich zugekommen ist und da war mein Kanal noch sehr, sehr klein und sie hatten das auch noch gar nicht so ausgebaut mit ihrem Magazin, was ich übrigens wirklich sehr empfehlen kann. Da bloggen mehrere, also Hebammen, andere YouTuber und so, und das ist wirklich sehr gut geworden und da habe ich ganz am Anfang eben angefangen mitzuwirken. Ihr habt ja auch ein Haustier. Wie ist der mit Kai klargekommen? Gab es Eifersüchteleien? Wir haben einen Chihuahua, die ist schon 10 Jahre alt und sie mochte Kai nicht. Sie mag ihn jetzt auch nicht besonders gerne, muss man ganz ehrlich sagen. Das ist so. Ich glaube, Chihuahuas mögen sowieso nur sich selbst. Anfangs, als er ein Baby war, war es überhaupt kein Problem. Sie hat ihn einfach so eher ignoriert. Als er angefangen hat zu krabbeln, war es eher gefährlich, da musste ich sehr aufpassen. Und seitdem er aber läuft und einfach, ja, seitdem er ein Jahr ist, muss ich sagen, läuft es ganz gut. Er darf sie auch angreifen, ich muss aber mit ihm halt oft schimpfen und man muss einfach ständig, bei Haustieren muss man ständig dabei sein, wenn sie irgendwie mit Kindern zu tun haben. Und auch wenn man sagt, ja, der Hund tut nichts, das ist ein Hund, man weiß nie, ob der was tut oder nicht. Also ich bin da immer so ein wenig vorsichtig und für mich hätte es das auch nie gegeben, dass jetzt Kai mit dem Hund irgendwie kuschelnd im Kinderwagen liegt. Das wollte ich nie und ja, aber es mittlerweile geht's. Willst du mal mit Kai in Urlaub? Wir waren schon im Urlaub, wir waren auch schon, als er ein paar Monate war, in Friedrichshafen, also immer gerne. Hat es direkt geklappt, nachdem ihr euch entschlossen habt, ein Kind zu bekommen? Muss ich jetzt ehrlich sagen, schwer zu beurteilen, weil wir es nicht so richtig vehement probiert haben. Also wir haben einfach uns gern gehabt, wenn wir uns gern haben wollten. Und jetzt nicht irgendwie Eisprung. Und also ich habe das schon berechnet und ich wusste schon, wann circa gut ist, wann nicht. Aber wir haben uns da einfach keinen Stress gemacht. Ich habe aber auf jeden Fall die Pille, glaube ich, 2 Jahre nicht mehr genommen. Und ich fand das auch gut, einfach die Hormone aus dem Körper rauszubekommen. Denkst du, dass du auch ohne das Fitnessprogramm, also Mans 11 habe ich gemacht, so viel abgenommen hättest? Schwer zu sagen, vielleicht. Aber ich denke, wenn nicht in so kurzer Zeit und wenn dann auch nicht so definiert und mit diesem Muskelaufbau. Aber ich denke, es ist schwierig zu sagen, man kann ja immer abnehmen, aber für mich war das einfach der richtige Weg. Dazu gibt es auch Videos, könnt ihr euch auch anschauen. Wer hat den Namen Kai ausgesucht? Das war ich. Woher nimmst du deine Energie? Ihr merkt es, ich bin schon leicht genervt, weil Kai die ganze Zeit rumjammert, deshalb bin ich froh, wenn die Fragen jetzt bald vorbei sind. Tut mir leid, so gerne ich sie euch beantworte. Ich nehme meine Energie... Kai! Ich nehme meine Energie, vielleicht sauge ich sie dann auf, wenn ich mal so eine Pause habe. Auch, ich finde sogar die Uni war irgendwie so abschalten, einfach etwas anderes und entweder ist man ein Mensch, der viele Sachen gerne tut und viele Sachen gleichzeitig tut, oder man ist es nicht. Und ich mag es eigentlich ganz gerne. Es ist nur so, es gibt in meinem Leben im Moment sehr wenig Zeit, wo ich wirklich nichts tue. Und ich plane natürlich Entspannen auch ein. Gibt es Dinge, die du aus heutiger Sicht in der Schwangerschaft, Geburt und ersten Babyjahr anders machen würdest? Es gibt eine Sache, die ich anders machen würde. Ich würde nicht so eine Panik haben vor dem Dammschnitt, weil die ganze Panik hat dieses Erlebnis für mich richtig traumatisch gemacht.
Und es war eigentlich dann im Nachhinein gesehen gar nicht so schlimm. Das wäre es vielleicht und vielleicht auch mehr, das Kind mehr auflegen auf die Haut, mehr Kuschelzeit. Aber eigentlich bei einem zweiten Kind würde ich vielleicht Sachen anders machen, aber jetzt nicht, weil sie bei Kai falsch waren. Also ich denke, es hat alles so gepasst. Das ist ein Punkt. Man muss immer dahinter stehen, hinter dem, was man macht und mit sich im Reinen sein. Und das bin ich auf jeden Fall. Ist es schön, Mutter zu sein oder bereust du es? Also ich bereue es absolut nicht. Ich wollte immer gerne Mama sein und es ist ja genauso, wie ich mir das vorgestellt habe, nur mit weniger Schlaf. 27 bin ich, das hatte ich schon. Was hast du nach deinem Studium vor? Also ich habe jetzt ein Bachelorstudium gemacht und ich will dann noch das Masterstudium machen. Und eigentlich kann ich habe berufsbegleitend studiert, also eigentlich kann ich, könnte ich auch wieder in meinen Job einsteigen. Mal schauen, auf jeden Fall jetzt mal studieren und eben wenn noch ein zweites Kind kommt, keine Ahnung. Was macht dein Freund? Mein Freund ist in der Bauwirtschaft tätig, er hat auch studiert und hat da eben, ja, einen Posten und wir haben uns eigentlich über Bekannte kennengelernt. Zieht ihr nun um? Zurzeit ist es nicht geplant. Wie sieht es zurzeit mit Kais Zähnen aus? Kai hat jetzt 5 Zähne und der 6. ist genau jetzt durchgebrochen, also so sieht es aus. Wann bekommt Kai ein eigenes Zimmer? Wann gehst du wieder arbeiten? Arbeiten weiß ich noch nicht und Kai eigenes Zimmer weiß ich auch nicht. Ich denke, bis zum 2. Lebensjahr oder so ist es auch nicht unbedingt notwendig. Wenn er jetzt eine Schwester bekommt, dann werden sie, eine Schwester, ich bin auch cool, ja, wenn er eine Schwester bekommt, dann werden sie vielleicht zusammen ein Zimmer bekommen, dann werden wir wahrscheinlich umbauen, aber vorher nicht. Warum lebt deine Schwester in Brüssel? Meine Schwester lebt in Brüssel, weil sie ein Auslandssemester gemacht hat und da die Liebe ihres Lebens kennengelernt hat, damals war es zumindest so, und dann ist sie einfach draußen geblieben. Ich könnte mir auch durchaus vorstellen, selbst ins Ausland zu gehen, aber ja, also eben, es hängt immer davon ab, von der Jobsituation, von der Familiensituation und für immer nicht, aber für ein paar Jahre könnte ich es mir vorstellen. Warum hast du mit YouTube angefangen? Ja, das ist eine Sache, ich mache YouTube jetzt schon seit Ewigkeiten. Ich habe meinen Anna Birdie-Kanal, den habe ich während dem also ich habe so eine Mediendesign-Ausbildung gemacht und währenddessen habe ich den aufgemacht, einfach weil es mir Spaß gemacht hat, weil ich mich sehr gerne geschminkt habe und weil mir die Ebrusa so gefallen hat und deshalb habe ich irgendwie angefangen. Wie alt seid ihr? Also ich bin 27, mein Freund wird heuer 30, das darf man ja keinen sagen, aber ja. Wie lange bist du mit deinem Freund schon zusammen? Seit 5 Jahren im August. Denkst du, dass Kai ein cleveres und schlaues Kind ist? Ich glaube, das denkt jede Mama von ihrem Kind. Also ja, ich denke schon. Hat Kai noch einen Zweitnamen? Wollt ihr mal heiraten? Kai hat keinen Zweitnamen. Ich wollte einen kurzen Namen und das würde ich auch komisch finden. Ich will ja keinen kurzen Namen und dann einen Zweitnamen. Also nein. Wollt ihr noch mehr Haustiere und wie viele Kinder wollt ihr? Haustiere, nein. Vielleicht mal eine Katze, wenn Kai dann unbedingt eine will oder so, aber sonst nein. Und Kinder, ja, vielleicht 2. Das war's. Das Video ist ultra lang geworden. Es freut mich, wenn ihr jetzt noch immer dabei seid. Schreibt mir gerne wieder eure Fragen, wenn ihr Fragen habt. Und ich sage danke fürs Zusehen und bis bald. Tschüss.